Was will die Wirecard nicht wegnehmen? Wir müssen das Geld suchen. Wirecard. Gier frisst Hirn. Wenn man einmal gespürt hat, wie es ist zu fliegen, dann gibt es kein Zurück. Ich hätte meine Großmutter verkauft. Bestimmt gab es 10, 12 Vorraschen im Namen von Wirecard. Dafür muss man Eier haben, solche Geschäfte zu machen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Der große Fake, die Wirecard-Story. Ich hatte Riesenglück. Ich habe Aktien gehabt von Wirecard. Oh, 2018. Und ich kannte die Firma und ich kannte, was die machen, und ich wusste genau, um was es geht. Und als die dann der erste Bericht von der Financial Times erschien und die so abgestürzt ist, habe ich verkauft. Ich fand das krass. Ich habe das tatsächlich auch gelesen. Ich hatte damals den Bericht gelesen und dachte, ups, das kann man ja nicht erfinden. Und habe ich mich nie wieder reingetraut. Gott sei Dank. Also das ging ja dann nochmal anderthalb Jahre weiter. Von daher musste ich mich, was das Thema angeht, nicht so wahnsinnig einlesen mehr. Ich kannte die Firma ganz gut. Und dann hieß es, und das ging, war ziemlich kurzfristig, kurz vor Weihnachten bekam ich dann die Nachricht, ob ich das, also war auch ein Casting, und ob ich das denn spielen würde, Jan Maschalek. Und ich so, wow, okay. Als ich selber Aktieninhaber war, kannte ich Jan Maschalek nicht. Man kannte nur Markus Braun. Und jetzt, seit letztem Juni, kennt das irgendwie jeder, dieses Fahndungsplakat von ihm. Und ich dachte, okay, cool, ich mache das unbedingt, ich mache das. Ja, und dann, gut, dann habe ich mir die Haare kurz gemacht und dann ging das so los. Das große Glück, was ich aber da hatte, das muss man ganz ehrlich sagen, was, glaube ich, maßgeblich zu der Performance beiträgt, ist, dass ich da direkt in die Kamera sprechen kann. Und ich habe das auch hier in diesem Hintergrund, habe ich dieses E-Casting damals gemacht. Ich habe mich dann immer vorgelehnt und habe gesagt, so pass auf, wenn man so direkt in die Kamera schaut, ja, und jetzt nicht schmunzeln muss, dann macht das natürlich Eindruck. Ich glaube, das habe ich auch mal gelesen in einem Pressebericht, dass das so ein bisschen auf House of Cards erinnert, natürlich, wie Kevin Spacey da immer interagiert mit dem Publikum. Das macht natürlich mega Gaudi und Spaß. Das war gar nicht so aufwendig, wie man zunächst meinen könnte, weil das Internet ist natürlich voll von Wirecard-Informationen und auch von Informationen über Markus Braun und Jan Maschalek und all die anderen. Das brennt ja geradezu. Es gab ja kein Thema, das mit mehr Aufwand und auch mit größerem Unterhaltungswert letztlich für die, die es interessiert hat, behandelt wurde. Insofern konnte ich da aus dem Vollen schöpfen. Es gibt auch das ein oder andere Bewegtbild von ihm auf YouTube. Und das war schon sehr spannend, seine Körpersprache auch zu studieren und festzustellen, dass sein Körper oftmals was ganz anderes sagte, als er selber erzählte. Das war eine sehr spannende Ambivalenz. Eigentlich hat mich eher nicht so sehr, eher als Person, man kennt ihn zu wenig. Man hat keine Filmaufnahmen, er ist nie in Interviews öffentlich aufgetreten. Man weiß nur so ein bisschen was die Leute um ihn herum über ihn sagen. Was mich aber gereizt hat an ihm, ist tatsächlich, dass er so mysteriös verschwunden ist. Niemand weiß, wo er ist, ob er lebt. Das wurde ich auch vom Standard gefragt. Meinen Sie, der lebt noch? Ich weiß nicht, ich hoffe es für ihn, keine Ahnung. Und das war, das hat mich sehr gereizt, sowas Mysteriöses zu spielen. Von daher hatte ich ja natürlich mehr Freiheiten als Christoph. Ja, weil Markus Braun, das kannte man ja schon. Wenn man YouTube eingibt, kann man sich die ganzen Interviews von ihm anschauen. Mich reizt natürlich immer das Neue, das mir Unbekannte, das noch nicht Dagewesene. Das Schlimmste ist ja, sich zu wiederholen, sich wiederholen zu müssen oder sich selbst zu plagiieren sogar. Und das Genre Doku-Drama ist für mich ein ganz unbestelltes Feld. Und deshalb war es super, diese Anfrage zu kriegen. Es fand dann ein E-Casting statt, also ein virtuelles Casting über Computer im Dezember. Habe ich so die Marzipankartoffeln und die Dominosteine kurz zur Seite gelegt und musste da sehr wilde Texte sprechen.
weil dieser Markus Braun ziemlich wildes Zeugs von sich gegeben hat, dieses Wirtschaftsdeutsch. Ja, da fing die Herausforderung schon an. Aber allem Anschein nach hatte das dann gereicht, was ich in dem Casting abgeliefert habe und habe mich dieser Herausforderung und dieser Aufgabe dann sehr gerne gestellt. Gut, ich glaube, also Christoph hat sich so vorbereitet, glaube ich, dass er sehr, sehr für sich war am Set und sowas. Ich würde behaupten, würde ich ihn jetzt irgendwann mal wiedersehen, wenn diese ganze Phase vorbei ist und man sich wieder treffen darf, würde ich nochmal einen anderen Christoph Maria Herbst kennenlernen. Aber die war sehr, sehr professionell. Er war schon sehr der Typ. Und was man aber nicht rauskriegt, auch ich nicht, als jemand, der Anfang oder Mitte der Nullerjahre alle Stromberg-Folgen gesehen hat, dass es immer wieder so durchploppt. Und dann musste ich mich kurz zusammenreißen. Ich so, fuck, okay. Ja, focus, stay focused. Jetzt sitzt die hier Stromberg gegenüber. Ich selbst habe den Wirecard-Skandal mit weit offenstehendem Mund und großen Augen verfolgt. Ich selbst zuck immer so ein bisschen zusammen, wenn mir eine Firma oder eine Aktie zu sehr gepusht wird, zu sehr gehypt wird, dass die Börse viel mit Fantasie und Erotik zu tun hat, das ist schon klar. Aber was hier stattfand, war exponentiell. Und exponentiell ist ja immer ungesund. Das stimmte irgendwie nicht. Also ich will mich jetzt selbst nicht als Visionär bezeichnen, dass ich das habe absehen können, dass da irgendwas faul ist. Ich fand es zumindest merkwürdig, was mit Wirecard abging. Ich habe natürlich noch mehr, bin also jetzt wirklich im Thema drin. Sie können mich zu Wirecard mittlerweile alles fragen. Ich weiß, glaube ich, inzwischen auch Dinge, die nicht mal Markus Braun weiß. Das ist natürlich ein sehr faszinierendes Thema. Und sich dann da reinzuarbeiten, in die Fakten und Spreu von Weizen zu trennen und natürlich dann auch zu entscheiden, immer, was brauche ich jetzt für die Figur? Oder was sind einfach nur Fakten, die ich dann im Hinterkopf habe? Das ist ein sehr spannender und sehr einzigartiger Vorgang. Und und der Spagat ist natürlich, dass man eine Figur, die man eigentlich verabscheut oder mindestens unsympathisch findet, sympathisch finden muss, weil man sie sonst nicht spielen kann. Also was man hasst, muss man leider auch immer ein bisschen lieben, weil sonst führe ich eine Figur nur vor. Aber das Ziel und der Plan war ja immer, sie nicht vorzuführen, sondern zu leben und erlebbar zu machen.